Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Vanguard. Wir stehen hier vor diesem wunderschönen Gebäude, wo irgendein großes Turnier stattfindet, zu dem ich spontan irgendwie eingeladen wurde. Ich bin mal gespannt, wie das so läuft. Mal gucken, ob mein Team bereit ist. Wir werden sehen. Schauen wir mal. Wie lange müssen wir warten? Weiß ich nicht. Ach, beruhig dich. Es gibt noch andere Dinge zu tun, während wir warten. Es sind nur ein paar Stunden. Hey, Leute. Hey, Miri. Oh, hey. Ha, du bist ein bisschen langsamer. Fies. Wir haben uns schon angemeldet für den Wettbewerb. Nun, eigentlich nur Destiny, aber was auch immer. Sieh nur, wer sich entschieden hat, endlich zu kommen. Ich werde jeden aus diesem Wettbewerb werfen. Also, wann fängt das denn an? Sie haben uns gesagt, dass wir ein paar Tage warten müssen, bis jeder ankommt. Also, jetzt werden wir erstmal Pokémon trainieren und fangen. Du machst dich besser bereit für alles, was diese Leute dir entgegensetzen werden. Bis später, Leute. Ich bin dann auch raus. Tschüss. Ich bleibe noch ein bisschen. Bis später. Ich werde auch hier in der Gegend bleiben. Vielleicht ein bisschen Forschung mit Rydus betreiben. Bis später, Miri. Ich denke, ich sollte dann mehr trainieren. Muss ich mich nicht anmelden? Oder hat Destiny uns alle angemeldet? Okay. Na gut, dann werden wir wohl trainieren. Habe ich denn Level Cap Neues gekriegt? Oder ist es immer noch 20? Weil da muss ich echt nicht so trainieren. Wobei, vielleicht ein neues Team zusammenstellen. Aha, okay. Ach so, mit dem habe ich schon geredet. Okay. So, komme ich denn hier aus der Stadt irgendwo raus? Oh, hier war ich noch nicht. Okay. Keine gratis Dinge? Na, die kämpfen hier. Oh, ich weiß nicht, für wen ich bin in dem Kampf. Kind, Kind, Kind. Hallo. Ah, es sagt ja geistreiche Dinge. Gut, dass ich das alles auf mich genommen habe, um mit dem Kind zu reden. Für... Haha. Hier leben nicht viele Leute. Oh, das hört sich doch sympathisch an. Was? Es gibt neues Gesetz, dass Ranger nicht mehr als professionelle Trainer vielleicht arbeiten dürfen. Das ist wild. Das ist sehr wild. Ja, ganz schön blöder Platz. Ort, ich finde auch. Du bist ein Trainer, richtig? Ja. Nun, ich arbeite hier für die... Ich liebe die Kanalisation. Schön, dass sie hier auch eine Kanalisation haben. Wie toll. Leute, lasst euch was anderes einfallen als Kanalisation. Ich hasse Kanalisation und ich will nie wieder in eine gehen. Danke. Herzlich willkommen in der Kanalisation. Bleibt da. Oh Mann, das sind jetzt zwei. Miri? Ach, was auch immer, lass uns fertig machen. Du kümmerst dich um den. Ich mich um den. Ah, okay. Oh, das Slimer ist ja voller Müllwild. Aber es wird doch immer noch Gift sein. Ist es auch. Oh. Okay. Es ist das vergiftete Wasser, das verschmutzte Meer. Das ist auch wild. Ich meine, es ist ganz leicht blau. Vielleicht hätte man es erkennen können als Wasser, aber nein. Darauf wäre ich nie im Leben gekommen, aber okay. Ja, ich meine, es sieht, wenn man es weiß, macht es Sinn mit den Wellen und dass da Müll drin ist. Ja. Wenn man es nicht weiß, wenn man länger drüber nachdenkt vielleicht. Oh, seine Entwicklung. Schick, schick. Es hat böse geguckt. Ah, sehr schön. Das war doch guter Schaden. Antikraft. Oh. Oh. Tja, die Frage ist... Ich hätte schon sehr gerne Antikraft. Wir machen mal die Attacke weg. Ich weiß nicht, wie sehr ich Gedankengut brauche. Ernsthaft? Komm schon. Gehen wir. Nun, das war knapp. Ich
war fast unentschieden mit meinem Gegner. Ich denke, die sind echt kein Witz. Was tun die Renegades hier unten? Frag mich nicht, ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, dass ich sie nicht entkommen lassen werde. Warte, Rylas. Ich kann sie das nicht alleine tun lassen. Warum nicht? Ich hasse Kanalisation. Warum zwingen mich die Fangames immer in Kanalisation zu gehen? Das ist das einzig Gute an den Hauptspielen, an den offiziellen. Es gibt da keine Kanalisation. Das ist das Einzige, was mein Game Freak sagen kann, lassen kann. Sie haben keine Kanalisation in ihren Spielen. Vielen Dank an der Stelle, Game Freak, für keine Kanalisation. So. Steine. Oh, ich krieg doch... Ah ja, ich sehe gerade, ich krieg doch Level Up. Das heißt... nicht Level Up, ich krieg XP. Das bedeutet... Wir haben ein neues Level Cap, also 22. Okay. Ich war mir nicht mehr sicher, ob es 22 oder ob wir noch bei 20 sind. Oh, es ist anders. Oha, hier kriegst du direkt zurück. Spiegel oder so. Spiegeltrick. So. War schon fertig. Hier, wir haben einmal Gift gekriegt und... Okay. Ich dachte, das wäre ein Zettel, den ich aufheben kann. Aber war es leider nicht. Na gut. So, ich muss eben heilen. Oh nein, wo bin ich? Diese Stadt ist so groß. Oh, wo ist das Pokémon Center? Muss ich jetzt ernsthaft jedes Mal hierher laufen aus der Kanalisation, um meine Pokémon zu heilen? Ich glaube, ich weine. Ganz ehrlich. Kann ich hier Items haben? Tag, was verkaufen Sie? Oh nein. Ich will. Oh, stimmt. Ich kann für Trainerpunkte. Kann ich hier Starter-Pokémon kaufen. Hatte jemand geschrieben. Das ist cool. Aber das waren ziemlich langweilige Starter, die da angeboten wurden, soweit ich weiß. So Standard, ohne spezielle Form. Ich habe so viele Tränke. Warum setze ich sie nicht ein? Oh, ich habe keinen. Lebe. Traurige Geschichte. Na gut. Oh. Das ist ein sehr großes Pokémon Center. Nicht nur, dass ich in die Kanalisation muss, ich muss auch noch 1000 Meter weit laufen. Gibt es hier noch ein anderes Pokémon Center? Okay, da ist eine Mauer. Hallo, ich suche nach einem zweiten Pokémon-Center. Gibt es hier eins? Ach, toll. Hallo. Was bist du? Warte, was soll ich tun? Okay, ja, mache ich. Gerne. Okay, ist es hier, ist es da viel zu teuer? Na dann. Gut für dich, gut für dich. So. Oh, da ist ein Ausruf. Ach, das ist ein Trainer. Ein Superfan. Ich meine, es ist auch ein Trainer, aber es ist auch ein Superfan. Sollen wir den direkt mal machen? Oh, hier gibt es wilde Pokémon. Okay. Ja, nee, Slimer echt nicht. Okay. Ja. Gucken wir mal, wie es läuft. Giftio. Ich fürchte, unser Feuer-Pokémon ist aktuell zu schlecht mit dem Level-Cap. Das geht so nicht. Das macht viel zu wenig Schaden. Das ist natürlich auch das Problem, dass die netten Trainer hier alle immer... Wow. Voll entwickelte Pokémon haben, kommt schon Boost. Oh, ja. Ja, ich kann nie wieder auswechseln. Das war's mit Auswechseln jetzt.
Ein feines Pokémon. Ist zum Glück meine Attacke auch sehr effektiv, was nett ist. Komm schon nochmal Boost. Wäre auch zu OP gewesen. Schockwelle? Schockwelle ist nett. Wir machen dafür Donnerwelle weg. Amongus. Möchtest du Antikraft? Oh, das war wenig Schaden. Das Problem mit Gift-Pokémon ist, mein Feen-Pokémon ist da auch echt nicht geil aufgehoben. Schade. Komm schon, Boost. Wir wechseln es vielleicht besser mal aus, dass ich es zur Not noch habe. Irgendwie sieht das Gift sehr seltsam aus, wie das angezeigt wird. Boah, ja, mein Team ist gegen die ganzen entwickelten Pokémon halt echt Mist. Ich finde, das schwebt ganz eindeutig. Boah, das Ding hat aber auch Verteidigung des Todes, ey. Hey, immerhin hat noch einer hier ein Level-Up bekommen. Dafür hat sich der Trainer schon gelohnt, für die... Oh je. Für die ganzen Level-Up hier erstmal Schutz. Was hat das vor? Oh ja, fantastische Attacke. Toll, toll. Gut für dich. Okay. Explosion ist hier ja nicht... oh ja. Tolle Explosion. Die scheint irgendwie nur im Verhältnis zu den KP-Schaden zu machen. Ganz, ganz wild ist das hier. Wow. Nee, ich habe keine Chance gegen das Team. Überhaupt nicht. Kann ich bitte aufgeben? Ich möchte nämlich gerne aufgeben. Dankeschön. Weil mein Boden-Pokémon leider viel zu schwach ist. Ah. Ja, das ist doch schön. Autsch. Weezing, ja toll. Oh. Vielleicht schwebt es ja nicht. Okay, wir werden es nie erfahren. Antikraft. Oh, oder Explosion. Explosion ist natürlich auch gut. Fantastisch, sehr gut. Am wenigsten muss ich jetzt immerhin nicht zurücklaufen, ja? Das hat auch seine Vorteile. Wir sollten das Team nochmal überdenken. Ich glaube... Mit dem aktuellen Level Cap, weil einfach keiner entwickelt ist, ist das echt schwierig. Wen haben wir denn noch so? Wir hätten Bodengift, Gestein Psycho, Wasserboden. Wasserboden wäre halt auch eine Überlegung wert, nicht wahr? Das ist statt dem Eis-Pokémon. Dann könnten wir noch das Arcani mit dem Psychotyp vielleicht reinnehmen. Nein. Und das hier dafür raus. Muss ich nur die zwei trainieren. Oh, schön, dass sie quasi die gleichen Farben haben. Das sieht ja traurig aus. So. Na gut. Vielleicht wird das ja sowas. So, wir gehen mal zurück in die Kanalisation, damit ich üben kann. Ne, üben. Trainieren natürlich, nicht üben. Was für üben? Vor allem guckt euch den Weg an, den ich nehmen muss, um da hinzukommen. Das ist der schlimmste Umweg aller Zeiten. Willst du kämpfen? Da muss ich nicht ganz so weit laufen. Pummelhof. Ah. Warum war das sehr effektiv? Warum war meine Gesteinsattacke sehr effektiv gegen Pummeluff? Jemand muss mir das erklären, ich bin verwirrt. Es ist plötzlich Flug? Ich meine, es schwebt immer so. Von dem her würde es passen. So, Level-Ups. Sehr schön. Ah ja, sie hat ja tolle Pokémon, die alle ein Problem mit Gesteinsattacken haben. Das finde ich sehr sympathisch von ihr, muss ich ehrlich sagen. So, weg mit der Feenattacke. Geht sowieso so semi-sinnvoll. Zumindest ist eine Step-Attacke sinnvoller. Oh ja, endlich mal was, gegen das ich nicht sehr effektiv damit bin. Gut für sie, gut für sie. Es ist halt nur Barsch war, aber immerhin.
Ah ja, die erste, die wir... Ach, das war eine von denen, die zur Arbeit zurück müssen. Na dann, vielleicht schicken wir erstmal alle zur Arbeit zurück. Ich mache hier alles gleichzeitig, das ist immer fantastisch. Oh, das ist eine Entwicklung. So räume ich übrigens auch auf zu Hause. Es ist komplettes Chaos. Oh, ich könnte das nehmen und das. Oh nee, jetzt nehme ich das. Das ist schlimm. So kommt man jedenfalls wild voran. So, habe ich irgendwas, das effektiv ist? Nein. Gut. Super, 5-mal getroffen. Herzlichen Glückwunsch. Freut mich für dich. Das ist bestimmt ein schönes Gefühl. Ja, das wollen wir auf jeden Fall lernen. So eine Bodenattacke auf dem Boden-Pokémon, das wäre schon echt krass. Was bist du? Du bist Boden, nicht wahr? Du bist effektiv gegen mich. Das ist nicht cool. Falls du dich gewundert hast, das ist nicht cool. Jetzt habe ich ja bald was gegen Boden. Wow. Oh, fantastisch. Kann das damit aufhören? Das ist eine richtig mystische Fähigkeit. Warum? Was hat es eingesetzt? Es senkt doch nur meine Geschwindigkeit, oder habe ich was nicht mitgekriegt? Warum treffe ich nicht mehr? Anders wild ist das. Level Ups. Gesteine werfen wirst du lernen. Sehr gerne. So als Gestein-Pokémon sollte man Steine werfen können. Oh Mist, ein Stein-Pokémon. Ich habe ja schon Gestein. Egal. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Müssen wir uns vielleicht nochmal über Fukano Gedanken machen. Aber ich weiß noch gar nicht, wie man das hier entwickelt. Ich glaube nicht, dass das noch einen Feuerstein braucht. Aber ich bin mir natürlich auch nicht ganz sicher. Wer weiß. So, vielleicht sind die anderen, die noch zur Arbeit müssen, in der Kanalisation. Weil zwei fehlen noch. Oder geht's da unten runter? Oh. Wo komme ich denn hier hin? Das ist der Strand. Was gibt es hier für Encounter? Zwei neue Unbekannte. Was gibt es denn da oben für Encounter? Auch zwei Unbekannte. Oha. Das ist ja wild. Na gut. Die wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Vielleicht ist ja was Krasses dabei. Naja. Das war gut. So. Ah ja. Na gut. Noch was? Ah, okay. Alles klar. Da, das war ganz schön Service, oder? Direkt die zwei gefunden, die ich wollte. Da fehlen immer noch zwei. Na gut. Langweilig. Was haben wir hier? Immer noch langweilig? Nein, danke. Lombrero, nein, danke. Oh, du bist nicht langweilig. Du bist sehr fein. Oh. Das sieht mir nach Elektro aus. Okay. Es fängt direkt mal an zu kämpfen, bevor wir überhaupt kämpfen. Was soll denn das? Okay. Das sieht ganz schön OP aus, die Fähigkeit. Überall die ganze Zeit Blitze, die einschlagen. Das ist ganz schön gruselig. Ey. Hat es sich gerade gestrandet? Oder was war das für eine Attacke. Wenn ja, dann finde ich das nicht gut von ihm. Ey, dieses Blitzen die ganze Zeit irritiert mich so sehr. Ich bleibe in dem Pokéball. Ich will keinen Superball für dich benutzen. Vor allem, weil ich schon zwei Pokébälle geworfen habe. Sei nicht so stur. Du bist nur so ein kleines Mantips. Sei nicht so. Jetzt bleib in dem Pokéball. Ich will nicht diskutieren. Es wackelt halt nicht mal. Was hat das für eine Fangrate hier? Eben Superball. Ich meine, da willst du drin. Oh je, wir sitzen hier noch 5 Jahre. Ah, okay, doch nicht. Man muss es nur negativ genug sehen, dann wird er schon. Das... Okay.
Ah, es gräbt sich unterirdisch ein und schockt dann den Gegner von unten als Überraschungsangriff. Super! Also, ich kenne jetzt eine Region, in der ich niemals den Strand besuchen werde. Herzlichen Glückwunsch. Cool, cool. Gut. Sehr schön. Ich würde aber sagen, Leute, das war's mit der heutigen Folge. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet morgen zunächst wieder ein. Bis dahin, macht es gut. Und Mirio.